Nachdem wir euch bereits gezeigt haben, wie der Safety-Container aufgestellt wird, der eine Vermittlungsstelle ersetzen soll, zeigen wir jetzt, beziehungsweise zeigt mein Kollege Jens euch mal, das Innenleben dieses Containers. Wie ist der aufgebaut? Wie funktioniert er? Jo, danke. Wir befinden uns jetzt hier in Scheidengmünd. Dort haben wir einen Safety-Container aufgestellt, direkt neben der defekten Vermittlungsstelle, und diese wird komplett ersetzt. Hier unten sehen wir zum Beispiel jetzt den Stromanschluss für diesen Container über ein Notstromaggregat. Der versorgt diesen Stromverteiler. Falls dieser Stromanschluss ausfallen sollte, haben wir Batterien dort daneben, die für kurze Zeit sicherstellen, dass trotzdem noch Strom da ist, auch wenn das Notstromaggregat ausfällt. Oberhalb befindet sich die Signalisierung. Falls Brandalarm oder auch Klima ausfällt oder auch die Stromversorgung ausfällt, wird das angezeigt und wird das dann in Bamberg registriert, und man kann dann einschreiten. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt die kabeltechnische Anbindung, und zwar die linientechnische Anbindung mit den Leisten. Und dort unten sehen wir die Kabel, die neu angeschlossen werden. Zurzeit sind hier erst 6 Leisten angeschlossen. Nachher werden das 30 Stück werden, wenn wir mit der Betriebsstelle fertig sind. Jetzt gehen wir etwas weiter. Das waren die kupfermäßigen Anbindungen. Und hier sehen wir jetzt den Glasfaserverteiler. Hier werden die Glasfaseranschlüsse abgeschlossen. Hier sind auch schon einige Kabel angeschlossen, aber noch nicht komplett betriebsbereit. Wir können uns auch mal das aufziehen. Moment. Und sehen dann halt hier die Glasfasern, wie sie abgeschlossen werden. Auf der Rückseite des Containers befinden sich 2 Klimaanlagen. Die eine ist im Betrieb, die zweite ist redundant. Das heißt, falls die eine ausfällt, schaltet sich die zweite ein als Sicherheit. Dann haben wir hier auf der einen Seite nochmal Glasfaserverteiler und haben dann auf der kompletten rechten Seite die ganzen übertragungstechnischen Geräte, die dafür sorgen, dass die Vermittlungsstelle komplett ersetzt wird. Diese vermittlungstechnischen Geräte werden dann auf der waagerechten Seite abgeschlossen, und später wird dann rangiert zwischen der waagerechten Seite und der senkrechten Seite, damit alle wieder telefonieren und das Internet nutzen können.